Hallo zusammen, ich habe euch schon ein paar Videos zurückgezählt, das was Neues kommt im Bereich von Lithiumbatterien bei der Firma Wemo, anderswo wahrscheinlich auch. Ich hatte auch Besuch, da verlinke ich euch das Video vom chinesischen Hersteller. Und wir haben ja das Thema, alle reden von 300, 400 Ah Batterien. Aber wir haben sehr viele Wohnmobile, Boote unterwegs. Die haben eine kleine 95 Ah Batterie drin. Die brauchen keine. Also 95 Ah noch Blei oder AGM. Also einfach Bleitechnik. Und die brauchen keine 500 Ah Batterie. Die sagen auch, ich zahle doch nicht 3.000, 4.000 Euro für eine Batterie. Das ist ja teilweise mehr wert als ihr Fahrzeug. Und wir haben neu diese Basic. Kann ich euch zeigen. Vom Gewicht her wird sie nicht viel besser als eine andere Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Der Preis dieser Batterie jetzt bei uns abschlappt, liegt bei 480 Schweizer Franken. Das ist Abschlag. Spedition müssen wir gucken, jetzt in der Ostschweiz, wo wir zu Hause sind. Schreibt mir eine Mail an info@wemo, wenn ihr so eine möchtet, dann kriegt ihr die für 500 Schweizer Franken frei Haus geliefert. Ich habe ja einen Katalog gemacht hier. Stromversorgung, da sind die Batterien drin, da sind unsere Batteriebox drin und hinten drin in diesem Katalog habe ich auch so Batteriesets zum Beispiel, Solarpanel und so weiter. All diese Preise stimmen nicht mehr. Wir haben jetzt noch nie erlebt, dass wir eine Preisänderung hatten Mitte Jahr, aber es ist so, die Lithium Preise fallen, also nicht die Lithium, sondern die Batteriepreise. Ich dachte noch vor ein paar Jahren, da hat so ein 100 Ampere Block 5000 Schweizer Franken gekostet. Jetzt sind wir da bei unter 500. Und derjenige, der jetzt eine einfache Bleibatterie drin hat, der Standard 95 Ah unterm Sitz, der braucht nicht eine High-End-Technik. Der braucht einfach nur eine Batterie. Hier habe ich ein bisschen Gewichtseinsparung. Ich habe die längere Lebensdauer. Aber ich habe jetzt hier gegenüber den Batterien kein Bluetooth. Also ich kann nicht beim Handy smart klatschen und sagen, ich brauche jetzt keine Ahnung was. Wir haben sowieso Probleme beim Smart. Da zeigt es auf dem Handy bei den Batterien 12,6 Volt an. Und der Kunde sagt, ja, aber ich habe bei mir einen Voltmeter drin, das zeigt 12,7 Volt an. Dann denke ich mir, ja, was haben wir da bei dem Problem, Batterien, das Problem nicht. Punkt, er hat seine Anzeige, die er schon drin hat in seinem alten Wohnmobil. Punkt, da zeigt sie Volt an, habe ich hier auch. Es hat dann so ein Diagramm, wo dann die Volt runterfällt. Das stimmt natürlich bei der Lithium nicht mehr. Es zeigt euch dann nur noch die letzten 20%, fällt es dann ziemlich schnell zusammen. Nur, wenn die Batterie leer ist, der Kühlschrank ausschaltet, weil er einen Unterspannungsschutz hat oder die Kühlbox, ja, dann muss ich halt laden. Punkt. Oder ich lasse den Motor laufen vom Auto, dass das hier wieder lädt. Wenn ich ein älteres Auto habe mit einer Trennrolle, dann geht das, dann kann ich hier laden. Also ich brauche keine High-End-Batterie mit Smart und so weiter, schlicht einfach Basic. Zurzeit ist es so, dass man natürlich auch, es gibt Leute, die sagen, ja, so eine Batterie einbauen, dann muss der Sitz raus und so weiter, das sind 3 Stunden Arbeit. Wir haben jetzt Sommerzeit. In der Sommerzeit haben wir keine Kapazität, zum Batterien zu ersetzen. Weil die meistens die alte Bleibatterie tut es ja doch.
sowas, wenn ihr im Winter ab September so eine Bleibatterie wollt, fragt bei uns an, ob wir Kapazität haben, die zu ersetzen. Nicht Bleibatterie. Bleibatterie raus, Lithium rein. Kein Thema. In der Alphütte oder im Schrebergarten, wenn die Batterie nicht mehr so die Kapazität hat, vor allem wenn dann morgens der Kühlschrank nicht mehr geht, dann liegt es meistens daran, dass entweder die Zuleitung zu schwach ist oder halt die Batterie die Kapazität nicht mehr hat. Dann funktioniert der Kühlschrank logischerweise, wenn die Sonne scheint, abends auch noch, aber nachts, wenn die Batteriekapazität runtergebraucht ist, schaltet er einfach aus, weil er zu wenig Spannung kriegt. Wichtig ist, ein Kühlschrank braucht Strom, dass er kühlen kann. Außer beim Habeckischen Kühlsystem, da muss es nicht unbedingt kühlen, Hauptsache das Bier ist kalt. Wir haben die Batterien jetzt am Lager. Wir sind sie am Hochladen, weil die kommen von China ungeladen zu uns. Oder so 20%, ich sag mal, das über den Teich reicht. Wenn wir jetzt die Batterien hier bis im Herbst drin lagern, weil der Sommer ist sowieso scheiße dieses Jahr. Bei uns auch die Absatzzahlen, weil kein Sommer, kein Boot. Der jetzt ein Boot hat, der Bodensee, hat jetzt aktuell 20 Grad. Also ich als Warmduscher, das ist nichts mit Baden. Da gehe ich nicht aufs Boot, ich merke auch nicht, dass der Kühlschrank nicht geht. Also brauche ich auch keine Batterie zu ersetzen. Diese Batterien können nicht als Starterbatterien eingesetzt werden. Obwohl ich jetzt selber die Erfahrung am Testen bin mit einem kleinen Außenbordermotor, so klein bis 100 PS, das geht auch mit solch einer Batterie. Aber wichtig ist im Herbst die Batterie mal als Ladegerät hängen, einfach ein Standard-Ladegerät für Lithium, die hochladen auf 14,6 Volt und dann kann man die einwintern. Aber nicht jetzt kaufen und einwintern für nächstes Jahr. Vielleicht reicht es, aber diese Batterie hat nach Hersteller eine Selbstentladung von 3 Amperestunden, 3% pro Monat. Unsere Erfahrung ist, sie hat auch teilweise 5%. Wenn ihr die halb geladen kauft, hat sie 50 Ampere drin, 10 Monate Einlagen, dann ist sie flach. Dann schaltet sie zwar aus bei 10 Volt, bei 8 Volt das geht das BMS weg. Also das Batteriemanagementsystem. Braucht es auch bei dieser Batterie, wenn es kein Bluetooth hat. Und dann fängt die chemische Selbstentladung, geht ja weiter und irgendwann ist sie nicht mehr auffindbar und kann nicht mehr geladen werden. Sie kann geladen werden, ihr könnt so eine Batterie, auch wenn sie tiefentladen ist, mit einem 1 Ampere Ladegerät laden. Mindestens 4 bis 7 Tage und wenn sie nach 10 Tagen noch nicht kommt, dann ist sie wahrscheinlich Schrott. Punkt. Habe ich aber in diesem Video erklärt, da hier mit Ultimatron, mache ich euch einen Link dazu. Schreibt mir unten mal in die Kommentare, ob ihr Bluetooth braucht. Also mit dem Handy, Smart und so weiter, oder ob ihr nur Strom braucht. Geht nicht ohne Batterie wie beim Habeck, sondern hier braucht es eine Batterie. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Hier mache ich euch das Video, wie man die Batterie tiefentlädt, wie man sie behandelt. Man soll sie alle 6 Monate mal tief ziehen und wieder hochladen. Und hier unten der Besuch vom Chinesen. Vielleicht sinken die Preise noch mehr, aber das weiß ich nicht. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.